Und wir haben uns mal so gedacht, naja, da müsste man ja sich 2 Tage einschließen und nur über Panzer reden. Ja, genau, das können Sie jetzt machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stahl, Schere, Papier. Heute etwas ganz Besonderes, dafür auch nur eine kurze Folge. Wir machen heute eine Ankündigung und zwar richten wir uns heute ausnahmsweise mal an das Publikum unter Ihnen, das ein besonders hohes, ein besonders detailliertes, ein besonders spezielles, vielleicht sogar semi-professionelles oder professionelles Interesse an Panzern hat. Normalerweise versuchen wir bei unserer Arbeit möglichst breit zu vermitteln. Das heißt, wir versuchen immer, die Dinge so zu vermitteln und auch nötigenfalls zu vereinfachen und zu entkomplizieren, dass sie die Laien verstehen, dass sie die breite Masse der Bevölkerung verstehen kann. Das ist die Aufgabe des Museums. Die Vermittlung, die Ausstellung muss so funktionieren, dass Leute sie ohne besondere Vorbildung auf dem Gebiet Panzer, auf dem Gebiet Militärgeschichte verstehen können. Das ist unsere Arbeit normalerweise. Natürlich ist das ist bei jedem Museum so, für Fachleute manchmal ein bisschen schwer zu ertragen, weil man natürlich, um Dinge auf ein kleines Schild zu packen, um Dinge in kurze Videos zu packen, eben vereinfachen muss. Man muss Details weglassen, man muss Differenzierungen weglassen, man muss das Ganze simplifizieren. Und das tut eben Fachleuten weh. Das ist auch nicht anders bei Eisenbahnmuseen, bei Kunstmuseen, bei Naturkundemuseen und was auch immer. So. Nun wollen wir aber diesen, nennen wir sie mal im besten Sinne Hardcore-Fans, also den Leuten mit einer profunden Vorbildung oder dem echten Interesse an noch mehr Details, an noch mehr Fakten, an noch mehr Differenzierung, wollen wir auch mal was bieten. Und da hat sich dankenswerterweise ein Freund des Hauses entschieden und bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen. Diejenigen, die wir ansprechen möchten unter Ihnen, kennen ihn bereits. Das ist Herr Hilmes. Herr Hilmes ist ein Experte für die Panzer des Kalten Krieges. Bis ins letzte Detail bewandert in jedem technischen Aspekt der Panzer, in ihrer Planung und Konzeptionierung und so weiter und so fort. Viele von Ihnen kennen ihn durch die Vorträge, die er bei uns gehalten hat, andere über seine Bücher, andere wiederum aus dem Fernsehen. Also eine Person, die erstmal die Credentials hat, um lange und detailliert darüber sprechen zu können, was Panzer so ausmachen. Und genau der Wunsch ist geäußert worden aus dem Publikum. Die Vorträge, die er gehalten hat, kamen sehr gut an, aber sie waren natürlich, weil es Vorträge waren, entsprechend kurz. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wie es eben so geht. Und dann kam oftmals in den Kommentaren so, oh, ich würde aber gerne noch mehr hören oder ich würde darüber noch gerne mehr wissen. Und wir haben uns mal so gedacht, naja, da müsste man ja sich 2 Tage einschließen und nur über Panzer reden. Ja, genau, das können Sie jetzt machen. Also, Herr Hilmes hat sich bereit erklärt, ein Seminar, ein Workshop, eine Lehrveranstaltung anzubieten im Deutschen Panzermuseum. Und zwar mit dem Titel Grundlagen der Panzertechnik. Ich habe lange überlegt, ob ich mir irgendwas Griffigeres einfallen lasse, sowas wie Panzerbauen für Anfänger und so weiter. Ich habe es dann gelassen. Werbung ist zwar was Schönes, aber bei diesem Format brauchen wir die Werbung nicht. Wir wollen ja Leute haben, die sich ohnehin besonders für das Thema interessieren und die brauchen keinen catchigen Titel. Also, Grundlagen der Panzertechnik, ein Seminar, das wir anbieten an 2 Tagen, und zwar an einem Samstag und einem Sonntag im September. Also am 21. und am 22. September wird dieses Seminar stattfinden. Das Seminar wird dabei gehen am Samstag von 12 Uhr an. Wir fangen extra nicht früher, damit die Leute, die einen weiteren Anreiseweg haben, auch tatsächlich in Ruhe zu uns kommen können. Wir gehen davon aus, dass so ein spezielles Thema die Leute tatsächlich aus ganz Deutschland zusammenziehen wird. Also es geht los am Samstag um 12 Uhr und dann bis in den späten Nachmittag, frühen Abend rein, je nachdem wie der Fortschritt ist. Und dann nochmal am Sonntag von 9 bis 13 Uhr, so ist die jetzige Planung, der zweite Teil. Und das Seminar wird in mehrere Blöcke zerfallen, wie das immer sich so gehört, die sich dann mit der Grundlagen oder mit den Grundlagen der Panzertechnik eben beschäftigen. Schwerpunkt oder größter Teil wird dabei eben sein, dass die verschiedenen Baugruppen und ihre Technologien, die die Fähigkeiten eines Panzers bestimmen, detailliert diskutiert werden. Also es gibt natürlich so Grundlagenkonzepte, der Ausgleich der verschiedenen Baugruppen und die Übersichtssachen, aber dann vor allen Dingen das zu zerlegen wirklich in feuerkraftbestimmende Baugruppen und ihre Technologien, überlebensbestimmende Baugruppen und ihre Technologien und mobilitätsbestimmende Baugruppen und ihre Technologien. Also das, was man normalerweise Feuerkraft, Schutz und Beweglichkeit nennt, das wird die Masse des Tages einnehmen. Und das ist dann mal etwas, wo Sie halt wirklich Zeit haben, bis ins letzte Detail mitzugehen, sich von Herrn Hilmes alles erklären zu lassen, Fragen zu stellen und dann am Ende wirklich sagen zu können, ja, jetzt weiß ich alles, also mehr kommt da nicht. Das ist dann mal einfach satt. Das ist das Konzept. Also,
Samstag, Sonntag, 21. 22. September, 12 Uhr mittags am Samstag bis 24 Stunden, 25 Stunden später am Sonntag. Was wir machen müssen, sind zwei Dinge. Erstens, wir müssen es begrenzen. Wir wollen, dass es einen Seminarcharakter hat, dass man auch ins Gespräch kommen kann, dass es auch Diskussionen geben kann und dass man sich auch hören und verstehen kann. Also begrenzen wir die Platzzahl auf 25 Personen. Wenn wir feststellen sollten, dass der Ansturm riesig ist, was ich mir einerseits gut vorstellen könnte, weil das Thema toll ist, andererseits nur schwer vorstellen kann, weil es eben sehr spezifisch ist und ein ganzes Wochenende. Also wenn wir feststellen sollten, dass der Ansturm riesig ist, dann bieten wir noch ein zweites an, das hat der Hilmi schon gesagt, dann wiederholen wir das. Aber erstmal sagen wir jetzt 25 Plätze begrenzt, wenn die vollgelaufen sind, dann ist einfach vorbei. Das machen wir nach der ganz einfachen Funktionsweise des frühen Vogels. Also Sie schicken eine E-Mail, wenn Sie teilnehmen wollen, an mich. Und zwar an diese E-Mail-Adresse, die auch nochmal auf der Website des Museums steht. Eine Mail an mich, wo Sie sich verbindlich anmelden. Und der zweite Punkt, den wir uns überlegen mussten, den wir nicht anders abbilden können, ist, dass es diesmal Kosten geben wird. Und zwar müssen wir, um den Referenten zu bezahlen und den ganzen Rahmen zu stellen, Kosten zu nehmen von 65 Euro. Das Seminar wird 65 Euro kosten. Also diese, was sind es denn jetzt eigentlich? Also so ungefähr 10, 15 Stunden Inhalt wirklich. Drin enthalten ist eben natürlich einerseits die Veranstaltung selber mit dem Top-Referenten, andererseits aber eben auch die Versorgung mit Kaffee, Keksen und Wasser über den ganzen Tag. Ein Essen stellen wir nicht, aber zumindest das, was man braucht, um den Motor am Laufen zu halten, während man denkt, das wird die ganze Zeit da sein. Genau, das ist das andere. Wir können an dieser Stelle noch nicht sagen, wie das Geld überwiesen werden kann und wohin, weil das noch nicht geklärt ist. Das kommt dann demnächst mit den Informationen. Also, Sie können es jetzt so machen, Sie können sich, wenn Sie auf jeden Fall teilnehmen wollen, am 21. 22. September jetzt schon verbindlich anmelden. Irgendwann wird dann die Information kommen, jetzt muss das Geld überwiesen werden, dann bekommen Sie einen Zeitraum, in dem Sie es machen können. Und erst wenn dann das Geld von Personen nicht kommt, dann wird diese Liste der Anmeldungen der Reihe nach entsprechend bereinigt, um Leute, die nicht bezahlt haben, die fliegen raus, die anderen rücken nach. Das bedeutet, wenn Sie sich sicher sind, Sie wollen teilnehmen und Sie melden sich jetzt an, dann müssen Sie da später nur noch das Geld überweisen und dann sind Sie auf jeden Fall drin. Bisschen kompliziert, aber wir machen es zum ersten Mal und so ist der Ablauf. Genau. Also, wir freuen uns auf Sie. Herr Hilmes freut sich auch richtig auf Sie, hat er schon gesagt. Wir haben jetzt gerade letzte Woche wieder ein Projekt zusammen gemacht. Wir sind sehr gespannt, wie es läuft. Wir sind froh, dass wir einer Gruppe, die uns wichtig ist, aber die im Alltag oftmals zu kurz kommt, weil sie eben nicht unsere Hauptzielgruppe ist, dass wir dieser Gruppe mal was bieten können, hoffen wir. Also ich glaube, es wird eine tolle Veranstaltung. Ja, Sie müssen sich zwei Tage ans Bein binden, aber andererseits, das war immer der Ruf. Wir wollen mehr, Details, wir wollen mehr Inhalte, wir wollen tiefer in die Materie eindringen. Jetzt ist die Chance. Also, noch einmal. 21. 22. September, Samstag ab 12 bis Sonntag circa 1 Uhr, 65 Euro. So schnell wie möglich anmelden, per E-Mail. Ja, Kaffee, Wasser, Saft, Keks und so weiter gibt es dazu. Und es wird, glaube ich, eine sehr tolle Veranstaltung. Wir sind auf jeden Fall ziemlich gespannt. Und ja, anmelden. Los geht's.